Wunderschönen guten Morgen zum ersten Webinar in 2023. Das Ganze mit Dirk Hilger, aka Mr. Stereo Trader, hier pünktlich gleich um 9 Uhr zur Börseneröffnung der deutschen Märkte. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr uns alles bringt. Sowohl natürlich mit den ganzen Webinaren, die wir für Sie geplant haben, als auch natürlich, was der Markt dieses Jahr so macht. Vorweg erstmal frohes Neues an alle Teilnehmer, ganz wichtig zu sagen. Und Sie kennen es, ich bin gespannt, was der Dirk heute macht. Ich muss Händchen halten, so wie immer. Aber bevor ich an den Dirk hier übergebe, einmal der Risikohinweis, denn da ändert sich nicht wirklich viel. Das Ganze ist und bleibt nur zu Informations- und Schulungszwecken hier heute. Bitte nicht als Anlageempfehlung oder Beratung irgendeiner Art und Weise verstehen. Sie müssen schlussendlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, immer vorweg zu sagen. Seitens FX Flat, und der Dirk wird das gleich wahrscheinlich auch nochmal von seiner Seite aus sagen. Und von daher, so viel zum Risikohinweis. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Der Dirk ist bestimmt schon ganz heiß. Dem brennt es schon, dass er endlich wieder ein Webinar machen kann. Und dann übergebe ich jetzt einmal hier den Bildschirm. Und dann kannst du loslegen, mein Guter. Ich bin ein Honk. Jetzt habe ich auch noch den falschen Bildschirm, fällt mir gerade auf. Ach, das wird ja alles immer besser hier. Das Einzige, was du bist, ist fit und motiviert. Ach, ja, ich habe nur gerade festgestellt, ich habe mir, ja, hier fehlt ein Monitor. Und zwar komplett. Das ist natürlich super. Ja, Mann, ey, das kann jetzt nicht sein. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt irgendwie 5 Minuten unterbrechen, einen zweiten Monitor holen oder machen wir hier ganz rudimentär auf dem Schirm, ohne Kamera, ohne alles. Das ist natürlich jetzt echt total super clever. Ich guck mal, ob der hier irgendwo rumliegt. Das ist so ein Portabler. Der liegt tatsächlich hier rum. Ich versuche mal die Zeit so ein bisschen zu überbrücken mit Reden und verkabel hier zwischendurch. Sage an der Stelle dann selber auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und wir starten mit Chaos, wie sich das ja auch manchmal gehört. Aber ich freue mich tatsächlich trotzdem, dass wir heute endlich wieder ein Webinar zusammen haben. Es ist ja, wie der Florian gerade schon gesagt hat, das ist das erste für dieses Jahr. Und umso mehr freut mich natürlich, dass auch wieder das Ganze nett besucht ist. Und das mit dem Monitor, das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe den ganzen Monitor vergessen, den hier irgendwie anzuklemmen. Und deswegen lasse ich mal kurz die Bildschirmübertragung noch aus und hoffe mal, dass ich das hier irgendwie so auf die Schnelle noch hinkriege. Ich weiß es wirklich nicht, ich kann es nicht versprechen. Aber ich würde ja sagen, ich gebe mein Bestes, aber das ist ja so ein Spruch, denn das ist ja so ein Tabuspruch aus dem Filmzitat, werde ich nie vergessen. Darf ich wahrscheinlich hier gar nicht komplett zitieren. Wer kennt's, frage ich mal in die Runde. Verlierer geben immer ihr Bestes, Gewinner, Punkt, Punkt, Punkt. Mal gucken, ob da was kommt, ob den einer kennt. Florian, kennst du es? Ich weiß nicht, vielleicht nicht. Ja, wie gesagt, das ist nichts für morgens im Webinar. Aber eigentlich ist es richtig, richtig gut. Und trifft es halt einfach auf den Punkt. So, das HDMI-Kabel kommt irgendwie woanders hier raus. Das ist das auf jeden Fall nicht. Mir fehlt hier noch ein Kabel. Jetzt habe ich natürlich den Ehrgeiz. Ich will das hier jetzt auch hinkriegen. Und irgendwie, aber weißt du, wenn Kabel irgendwo anfängt, soll es ja auch eigentlich irgendwo auch zu Ende sein, ne? Aber das hier ist irgendwie nirgends zu Ende. So, Florian, du musst noch, glaube ich, ganz kurz eine Anekdote irgendwie erzählen, damit ich hier ich einmal kurz... aus meiner Jugend, meinst du? Und schon geil. Kam da jetzt eigentlich irgendwas? Wie, meinst du? Kam da was? Alter Schwede, nach... Abschlussball, ja, das ist schon mal gut. Abschlussballkönigin ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Aber ist doch auch so, oder? Also immer, wenn jemand sagt, so, ich gebe mein Bestes, was kommt dann am Schlussball raus? Ja, vielleicht das Beste von demjenigen, aber nicht unbedingt das, was man eigentlich haben wollte. So, ich mach mal ganz, 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 ganz schnell einen Break, ne? Eine Minute höchstens. Und versuche das jetzt hier mal ganz schnell noch hinzukriegen. Genau. Gut, dann nutze ich die Chance, hier einmal kurz rein zu grätschen. Wir haben natürlich mit dem Dirk auch für dieses Jahr wieder die
drei Webinare geplant. Ja, das heißt hier Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen, ne, immer dienstags, jeden zweiten. Und die NFPs natürlich immer am ersten Freitag, beziehungsweise manchmal auch am zweiten, sollte der erste Freitag des Monats ein erster sein, also der erste des Monats. Und natürlich den SteroTrader Helpdesk. Der Helpdesk ist jetzt nur noch zweimal, also alle 2 Monate, nicht mehr monatlich. Ganz einfach, damit wir mehr Fragen sammeln können und das Webinar besser füllen können für Sie, damit das alles auch ein bisschen kompakter ist und nicht zu ausschweifend werden sollte. Ne? Und Sie finden die Webinare von uns natürlich bei uns auf der Website unter Training und Webinare und Seminare, können Sie sich gerne jetzt schon vorab anmelden. Ansonsten bekommen Sie vor dem ersten Termin des kommenden Webinars, sollten Sie schon mal angemeldet sein, also im letzten Jahr angemeldet gewesen sein, dann bekommen Sie nochmal einen Reminder von mir, dass Sie sich dann auch für die neue Webinarreihe anmelden können. Ja, da es immer eine neue Veranstaltung im neuen Jahr gibt, dann muss man sich quasi nochmal neu für das Webinar anmelden. Ja, das einfach nur vorweg so gesagt. Nicht, dass Sie jetzt hier irgendwie denken, ah, hier, ich habe das Webinar gar nicht mitgekriegt, ich habe es verpasst, hin und her. Ja, das wollen wir natürlich vermeiden. Dementsprechend daher die Info jetzt einmal vorweg. Vielleicht die Zeit kurz nutzen, bis der Dirk da seinen Kabelsalat entwirrt hat und einfach kurz auf der Website schnell anmelden für den Helpdesk und das NFP. Und dann passiert auch nichts. Dann gibt es auch die automatischen Reminder vor GoToWebinar. So, der Monitor will leider nicht. Kann ihn nicht überzeugen. Perfekt. Ist alles da, alles angeklemmt. Er hat irgendwie keinen Bock. Also, er mag nicht. Das ist ja schade. Aber gut, dann machen wir es halt eben so, bevor wir jetzt halt hier irgendwie noch mehr Zeit verlieren. Genau, mit dem Helpdesk, wo du gerade erwähnt hast, da gab es eigentlich noch eine Änderung. Die ist aber noch nicht mit euch besprochen. Und es kann sein, dass da eine personelle Umbesetzung gibt. Sagen wir es mal so. Ja Aber gut. gut, da reden wir ein andermal drüber. Also, tut mir wahnsinnig leid, ich habe hier weder Startbildschirm noch irgendwie Kamera am Start, weil irgendwie der zweite Monitor hat keine Lust. Der will nicht. Alles richtig angeklemmt, er mag trotzdem nicht. Tut mir sehr leid, aber okay. Ja, genau. The Rock, ne? Hier kommen die Antworten, die Ballkönigin, richtig. Und dazwischen gibt es noch eine Beschreibung, was die Gewinner mit der Ballkönigin dann veranstalten. Und das ist die Antwort auf die Frage. So, jetzt aber genug hier, ne? Gib mir nochmal den Bildschirm, bitte. Du Oder kann ich solltest das ihn noch selber haben. starten? Du Ah, solltest ihn haben. Warten, müsste dass eigentlich. Dirk Hilker den Bildschirm überträgt. So, Ah da ja. sind wir doch, ne? Stereo Trader, here we are. Ja, genau, ne? Ja, Jo. also wie gesagt, sorry, das ist natürlich jetzt echt, keine Ahnung, ich hab's wirklich vergessen einfach. Schlicht, weil ich habe ihn die ganze Zeit nicht mehr am Start. Und irgendwie, vielleicht fühlt er sich vernachlässigt, der Monitor, und deswegen will er dann auch nicht mehr. Aber gut, dann machen wir es eben so, kriegen wir auch irgendwie hin. Ist zwar nicht ganz so nett, aber besser als nix. So, also nochmal. Freue mich, dass wir das heute nochmal hier zusammen machen. Wünsche natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr. Hier auch mündlicherseits. In meinem Blog habe ich es natürlich schon gemacht. Und aber trotzdem hier nochmal in persönlicher Form. So, ich gehe mal hier rüber auf den Live-Chart zuerst mal, beziehungsweise dort, wo ich meine Analysen zusammenschraube. Gucken wir uns das mal zuerst an. So, linke Seite DAX, rechter Seite DAU, wie gehabt. Links irgendwie auch ohne Stereotrader, das sehe ich gerade gut. Es ist jetzt hier nicht so schlimm. Außer, dass ich den natürlich jetzt gleich im H1 auch noch brauchen werde. Also im DAX war hier oben die 14.807, die habe ich ja gestern thematisiert, dass er halt hier am besten ohne allzu viel Anlauf zu nehmen. Da erstmal da oben raufzieht. Mal gucken, ob ich den hier nicht auf die Schnelle irgendwie drauf kriege. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So, die 14.807, okay, da stimmen die Farben jetzt nicht ganz. Eine Sekunde. Dann sollte das gleich passen. So. Das heißt, also ohne viel Rücksatz, das sollte er gestern halt eigentlich hier da oben auch den Angriff dann endlich auch starten. Der ist insgesamt eigentlich die ganze Zeit recht sauber gelaufen. Der DAX, also deutlich besser als der DAU, der ja nur irgendwie auf der Stelle getreten ist. Und DAX hier unten eigentlich sehr, sehr nett auf dem Gap hier unten aufgesetzt. Also ein relativ altes Gap müsste das gewesen sein. Genau, von hier sieht man es, wo es herkam.
Und macht natürlich dann auch Sinn, also bei vor allen Dingen bei so einem Durchbruch, ne, das ist ja immer mein Ansatz, bei so einem Durchbruch eben, dass der halt der Markt eigentlich rückbestätigen muss, bevor das halt irgendwie sauber weiterlaufen kann. Das heißt nicht, wenn es jetzt wie hier so durchgegangen ist, dass nicht auch weiter nach oben kommt, aber es kommt halt in der Regel halt nicht weit. Von daher war das schon recht stabil, was der hier gemacht hat. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn er das jetzt hier angeht, dann sollten halt auch hier das letzte Hoch sollte auch eigentlich relativ leicht rausnehmbar sein und zumindest mal hier 14.807 als nächste Station sollte er schaffen, aber halt nicht mit zu viel Rücksetzer, aber auch nicht unbedingt ganz ohne. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir hängen hier so ein bisschen irgendwie in der Luft und er hätte besser hier diese Hochs auch nochmal zurückbestätigt. Also hier die 14.600. Und bevor er den Angriff da oben startet. Und das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir halt hier heute wirklich dann so einen Tag kriegen, der sich hier so dazwischen abspielt und dann vielleicht erst der Mittwoch dann halt nochmal die nächste Attacke startet. Aber man muss halt, man wird es halt letzten Endes sehen. Also ich werde auch versuchen, eher den DAX irgendwie zu greifen gleich statt den Dow, weil er halt eben tatsächlich auch sauber läuft die letzten Tage. Von daher spricht auch erstmal wenig dagegen. Also generell, wie gesagt, ich wäre ein Freund dafür, wenn er nochmal hier unten irgendwie ansetzt und mal sehen, ob wir da halt um 9 Uhr eine Short-Richtung beziehungsweise eine Short-Tendenz dann auch kriegen oder ob er tatsächlich von hier direkt drauf will, weil das wäre natürlich dann wiederum schlecht, weil dann wird wahrscheinlich nichts anderes bei rauskommen, als dass halt wir da uns da oben nochmal halt irgendwo anstoßen und der Markt dann möglicherweise hier unten sich irgendwo einpendelt, weil es da oben nicht weitergeht. Also wenn er halt direkt drauf läuft, laufen wir direkt runter, ist die Chance wesentlich höher, einmal kurz hier drunter und dann halt nochmal Attacke darauf, wäre wahrscheinlich erfolgsversprechender. Im DAU, ganz kurz, obwohl ich kann ja mal erstmal rübergehen auf den DAX, gucken wir uns den erstmal an, ob ich den da gefangen kriege und ob wir da irgendwas rausschneiden können. Ich bin auch jetzt hier mit relativ wenig Add-ons unterwegs, also mir fehlt halt hier selber auch das Live-Chart hier drin, weil ich bin aktuell die Beta-Version mit denen eigentlich nur noch am Handeln bzw. testen. Und von daher muss ich mich da jetzt auch relativ herkömmlich da in den Markt halt irgendwie eingrooven. So, dann gucken wir mal. Also, wenn wir uns das hier einfach mal runterbrechen, dann sehen wir hier oben, ich mache jetzt einfach mal ganz klassisch. Also, zeichne hier mal ein paar Linien ein, wo meines Erachtens Zonen sind, die man eigentlich handeln können müsste. Also wir haben hier oben einmal halt eine Range, ja, wo er halt irgendwie dann drunter weggebrochen ist, die nicht von unten bestätigt hat. Hier hätten wir dann ab hier den nächsten Support und dann natürlich halt hier auch nochmal ein Hoch, ne, an der Range, also hier so auch so ein bisschen Range drin. Also relativ an vielen Stationen sehen wir halt hier irgendwas. Und da hier auch nochmal ein Aufsetzer auf dem Tief, ne, hier relativ deutlich bestätigt an mehreren Punkten. Und natürlich hier die Value Area, die sich ja hier von selber auch einzeichnet, dann eben von letzter Nacht. So, das ist jetzt der 1-Minuten-Chart, ne? Nur damit man halt eben einfach mal die Peaks halt so ein bisschen besser sieht. Ich würde jetzt hier erstmal mal eine Stufe tiefer gehen. So, ah, hier hakt es noch ein bisschen, habe ich gerade gesehen. So, das heißt also hier an die nächste ist er direkt dran. Ne, direkt auch gescheitert hier an der Geschichte. Und vermutlich wird es da jetzt gleich nochmal eins nachgeben. Das heißt, ich würde hier tatsächlich mal direkt einen Short irgendwie aufmachen. Bitte nicht nachmachen, ja. Und danach mal sehen, ob wir nicht direkt darunter drücken oder ob er jetzt dann doch die nächste Station dann halt nimmt. So, aber generell, wenn er halt runter will, dann wäre natürlich hier unten das letzte Low, also von gestern, das wäre natürlich dann halt auch irgendwo das Relevante. Und alles weitere eher nicht, ne? Aber wie gesagt, kann auch sein, dass er jetzt hier erstmal eine Station höher geht. Mach den mal kurz, bringe ich mal ein bisschen weg. Auch hier erstmal nur eine kleine Position. Aber hier der Abpraller war halt schon relativ deutlich, ne? Also man sieht es ja auch hier auf diesen Lows beziehungsweise den Supports, die er hier aufgebaut hat. Es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, den hier zu fangen, weil halt eben halt das so recht trendig halt im kleinen Timeframe darunter gegangen ist.
Und von daher relativ viele kleine Zwischenhochs dann halt eben da auch dabei sind. Aber da wird man dann eh gleich mal sehen müssen, halt hier einen Timeframe höher. Also das war jetzt wirklich ein bisschen schnell, ne? Also hier mit der Position, das ist mir schon klar. Und aber manchmal muss man halt eben auch oder darf man auch kurz entschlossen sein. So, sieht auch hier, ne? Das müsste eigentlich aus dem Live-Chart kommen. Hier noch die rote, die 744. Und M15 sieht man halt auch hier direkt die Gegenwehr. M5 macht sich auch gerade schon ein bisschen länger nach unten. Kann man auch wahrscheinlich, wenn er jetzt halt hier durchgeht, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu klein, wenn er da durchgehen sollte, auch wahrscheinlich dann direkt nach unten verlängern. Also das heißt ausbauen und dann zumindest mal halt hier im M5 so diese letzten Tiefs erstmal ausloten. Würde für meine Begriffe jetzt Sinn machen. Ne? Auch hier im H1 sieht man es auch ein bisschen deutlicher. Also zumindest mal einen Timeframe höher, dann halt irgendwie mal reingucken, was wäre dort jetzt eigentlich so der nächste relevante Punkt. Bisschen störend ist natürlich für die Geschichte, dass wir hier so gegen aufsteigenden SMA 20 laufen im H1. Und das natürlich auch gerne erstmal nach oben reagiert. So, das heißt, wurde aber hier gerade irgendwie erst auch wieder gekauft. Von daher kann es natürlich auch sein, dass wir noch ein Stück weit tiefer Luft holen und dann doch nochmal hier unten irgendwo aufsetzen. Wir werden es gleich sehen. Oft ist ja so, dass gerade während der Eröffnung der Markt so ein bisschen choppy ist, also so ein bisschen mehr unentschlossen hin und her läuft. Und von daher sollte man das eh alles nicht überbewerten. Deswegen den Stop hier mit der, wie gesagt, natürlich kleinen Position. Erstmal in sichere Entfernung, so dass man halt jetzt nicht unbedingt mit dem Spike da halt direkt rausfliegt oder halt eben, falls er sich halt ein bisschen höher noch drücken sollte, dass man dann vielleicht die Position auch ausbauen kann. Aber ich brauche natürlich so ein bisschen Bestätigung halt hier vom Markt und man würde jetzt nicht unbedingt da auch blind dagegen handeln, beziehungsweise halten. So, hier kein neues Hoch. Ich bin hier im M2 jetzt unterwegs. M2 einfach nur, das ist so ein Mittelding zwischen M1 und M5 für meine Begriffe. Nicht ganz so empfindlich wie der M1. Und oft sieht man halt eben, dass man halt Strukturen oder so im M2 eigentlich schon recht gut irgendwo nachvollziehen kann. Und während der M1 dann doch eher so ein bisschen random eigentlich halt ist. Ne? Aber kommt halt immer darauf an, wie schnell der Markt halt auch ist, auch klar. So, hier unten mal noch irgendwie eine halbe. Falls er halt irgendwie da durchkommt und reicht aber mehr, würde ich da jetzt erstmal auch nicht machen. Ne? Also das heißt, zumindest die 5 Minuten, die sollten halt hier schon mal irgendwie deutlich in Rot enden, bevor man das halt irgendwie weiter ausbaut. Und ansonsten krebst er möglicherweise nochmal weiter hier an der Oberseite rum. Aber aktuell machen wir nichts anderes als an der Eröffnung irgendwie gammeln. Und viel mehr ist jetzt hier noch nicht wirklich passiert. So, ihr könnt ja auch gerne mal irgendwie in die Kommentare reinschreiben, wie ich das ja eigentlich immer gut finde, was ihr euch so vorstellt, was der Markt heute machen könnte. Und damit ich da vielleicht ja auch so ein bisschen drauf eingehen kann. So, hier passiert es irgendwie gerade. Recht wenig, der M5 hat hier ne, die ersten 5 Minuten von der Eröffnung erstmal auf Widerstand gestoßen. Und mal sehen, was das jetzt irgendwie wird. Ich könnte natürlich auch hier mal, weiß ich gar nicht, ob ich das drin habe. Müsste ich aber eigentlich ja, mal gucken. Aber den Future und. Muss ich mal ganz kurz hier auf Pause drücken. Dann mal gucken, ob ich hier den Future an den Start kriege. Damit ich den hier dahinter legen kann, wie immer. Damit ich eben das Orderbuch dann halt eben auch habe. Und mir das im CFD anzeigen lassen kann. So. Ich bin gespannt, was alles hier so funktioniert mit der Beta-Version.
So, sollte wieder da sein, ne? So, was man jetzt hier halt auch sieht, nur so als Mini-Neuerung von der Beta, also diejenigen, die das vorher nicht genutzt haben, werden das wahrscheinlich auch natürlich gar nicht sehen. Aber es läuft halt hier wirklich im Tick in Echtzeit rauf und runter mit, das Orderbuch, präziser als vorher. Und damit man halt wirklich auch bei schnellen Märkten, bei News oder so, dann halt schon noch genau sieht, wo die Order wirklich liegt, ne? Weil es ist ja nach wie vor umgerechnet. Das heißt, das kann nie zu 100% passen, weil was wir hier sehen, ist halt eben, wie gesagt, den Future. Und wenn da jetzt dann halt zum Beispiel halt mal der Spread ein bisschen größer ist, sieht man das nicht unbedingt sofort dann auch im CFD. Und von daher ist das auch schon mal gemittelt, aber generell ist es halt präziser gerechnet eben als vorher. Was heute redet der Paul? Okay. Ja, das kann sein, ne? Also, dass der Markt halt eben bis zur Fed noch mal bisschen krabbelt und sich dann halt irgendwo auf höherem Niveau einpendelt. Das hier ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, dass wir hier nach unten irgendwie gerade gar nichts mehr kriegen. Das finde ich natürlich so ein bisschen ärgerlich. Aber noch ist nicht wahnsinnig viel passiert. Jetzt gibt es irgendwie noch keinen Grund für meine Begriffe, jetzt hier unbedingt gleich kalte Füße zu kriegen, außer er prescht jetzt irgendwie halt mit Karacho da halt irgendwo rauf. Und kann natürlich passieren. Und da muss halt mal gucken, ob man das Ding dann halt verkleinert und oben nochmal irgendwie neu ausbaut oder ob man es tatsächlich erstmal sein lässt. Aber das hier ist natürlich jetzt so generell, ne, es ist irgendwie 10 Punkte seit der Eröffnung gelaufen, das ist ja gar nichts. Das ist halt echt schon sehr, 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 sehr mau, auch wenn jetzt irgendwie der Markt gerade nur 8 Minuten auf hat, aber 10 Punkte. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Ich gucke mal irgendwie kurz rüber in den H1 hier, ob da irgendwas zu sehen ist. Nee, das sind halt, ne, wie ich halt auch bei mir drüben jetzt in dem anderen Schirm im H1 die Levels habe. Das sind die noch aus dem Live-Chart, die sind übrig geblieben. Wie gesagt, ich kann bei mir nur den Live-Chart auf in dem anderen MetaTrader bzw. StereoTrader nicht aufmachen, weil dafür gibt es noch keine Beta-Version, die wurde noch nicht angepasst. Aber hier halt auch, ne? Ich meine, es kann halt einfach sein, das weiß ich nicht. Ich kann ja nur irgendwie immer sagen, so, wenn dann, wenn dieses, dann jenes. Also, ich habe jetzt nur gesehen, so, er ist hier dagegen gerannt. Wir hängen an der roten 744 in dem Bereich. Und es könnte jetzt natürlich passieren, dass er halt eine Etage höher steigt und dann irgendwie auf die 14.800. Und da muss ich mir halt überlegen, ob ich das Ding mit darauf ziehe und dann warte oder ob ich nicht einfach long bis da oben hin mitlaufe oder halt eben glatt stelle und da oben wieder shorte. Ne? Das weiß ich natürlich nicht. Aber generell für meine Begriffe ist es immer so, es hängt so ein bisschen davon ab, was der Markt halt eben tatsächlich vorhat. Will der Markt jetzt irgendwie tatsächlich steigen? Beziehungsweise, klar will er das. Ne? Das ist ja nicht die Frage, sondern geht ja eher darum, so was haben die Marktteilnehmer jetzt irgendwie vor? Wie hier gerade ja auch, ich kann den Namen nicht aussprechen, Fekic, spricht man das so aus, geschrieben hat, wir haben heute nochmal irgendwie die Fed und oft ist es eben so, dass da halt Fallhöhe aufgebaut wird oder umgekehrt natürlich, wenn der Markt vorher nur runtertröppelt und dann knallt es zur Fed, dann sehr oft dann auch eben hoch, ne? Also meistens so in die Gegenrichtung. Und das heißt, ist jetzt halt hier heute wirklich ein Tag, wo man sich auf die Fed vorbereitet, das heißt, drückt man in eine Richtung, um danach an die andere aufzulösen. Oder ist es ein Tag, an dem Investitionen ausgebaut werden? So, und bei letzterem, wenn das halt irgendwie stabil halten soll, da macht es in der Regel halt Sinn oder läuft dann eben oft so, dass es erstmal runtergeht. Ja, und klar, ne, weil man soll ja natürlich irgendwie so günstig wie möglich, will man ja auch in den Markt reinkommen. Und das würde dann halt eben dazu führen, dass wir halt erstmal sowas machen, irgendwo hier hinlaufen, da irgendwo so vielleicht dazwischen. Und dann dort und dann halt wieder reagieren und dann halt wieder die Attacke starten. Ja, sowas halt zum Beispiel. So, und wenn jetzt aber halt irgendwie so insgesamt der Markt zurückhaltend ist und eben tatsächlich nur für die Fed gebaut wird, ja, um dann halt eben, was ja sein kann, die Chance ist 50-50,
um dann halt eben erstmal Positionen wieder halt abzustoßen, dann würde halt hier mit schwachem Volumen dann halt erstmal da irgendwo so hin dröppeln, ne? Und dann halt sich da oben irgendwo festfressen. Und das würde dann wahrscheinlich dazu führen, also das müsste dann wirklich in Etappen gehen, dass er dann halt eben am Schluss, dann wenn die Fett kommt, hier so diesen da macht, ja. Und entscheidend wäre dann natürlich halt das Volumen. Das sieht man jetzt dann halt natürlich klar noch nicht. Das heißt, da muss man einfach gucken, wie entwickelt sich das Ganze jetzt zwischen. Was, die Verbindung ist mehrfach unterbrochen, das ist natürlich schade. Das heißt, das wird man jetzt halt sehen, so in 2, 3 Stunden ist man da schlauer. Da hat man schon ein bisschen mehr im Bild, aber ich gehe jetzt halt erstmal von gar nichts aus und versuche jetzt nicht irgendwie zu viel zu interpretieren, sondern sehe halt einfach nur, hey, so, wir haben gestern da irgendwie Druck auf den Deckel bekommen, wir laufen hier an die ersten Widerstände ran. Also shorte ich die jetzt erstmal, ohne jetzt viel nachzudenken. Und einfach im Sinne der normalen Price Action. Und ich würde auch mal tippen, dass das halt hier irgendwie so eine 38er Korrektur oder sowas ist. Das heißt, selbst mit Fibos, wenn man das darstellt, da sollte das in etwa hinkommen. Oh, schöne Farben hier. Nee, 50%, irgendwo zwischen 50 und 38, ne? So, das heißt, über mehr denke ich hier jetzt erstmal gar nicht nach, sondern sehe halt hier nur Widerstand. Nachdem wir Druck halt hier hatten, handelt das und gut ist. Mehr passiert hier gar nicht. So, so sieht das Ganze aus. Bin ein bisschen unglücklich da oben reingekommen, hätte schöner sein können. Aber jetzt auch nicht so tragisch, ne? Sollte jetzt halt natürlich nur mal so langsam ein bisschen Gas geben und dann halt mal so ein bisschen Druck nach unten machen, damit man hier wenigstens mal für so 20, 30 Punkte vielleicht halt irgendwo einsacken kann. Ne? Was man jetzt halt hier auch sieht, ist der M15 immer so als erster. Ein größerer Timeframe und der sich halt hier gerade ausbildet und würde der jetzt halt hier ein bisschen deutlicher drunter schließen unter der letzten. Also ich habe halt hier auch noch nicht mal das Priax-Tool am Start, so dass man die Außenstäbe erkennt, muss ich also auch manuell malen. Das heißt also hier drunter erstmal, ne, unter diese letzte Aufwärtsbewegung, auch wenn die jetzt aus der Amateurstunde ist, also der 8 Uhr, 8 bis 9 Uhr. Aber trotzdem wäre es ja jetzt schon auch mal so ein bisschen Indiz, was für meine Begriffe auch helfen würde, die nächsten 15 Minuten einzuschätzen. Erst mal kurz was trinken. So, und hier jetzt halt auch, ne, einfach ganz klassisch, ne, also hier oben keine neuen Hochs, da oben deutlich abgeprallt, hier nicht mehr irgendwie weitergekommen. Warum sollte jetzt nicht mal irgendwie ein paar Punkte korrigieren. So, aber dann eben auch nicht übertreiben, sondern halt, ich würde dann auch relativ zeitig rausgehen. Ob jetzt direkt hier, weiß ich nicht. Muss mal gucken, was sich da jetzt, ob sich da überhaupt jetzt ein bisschen was findet. Florian, was ist das für ein Markt hier? Wir haben hier eine Range von irgendwie 7 Punkten. Ja, ich kann nichts dafür. Ich kann mal kurz anrufen beim DAX und mal fragen, hey, mach mal ein bisschen mehr Movement. Gib mal ein Aber bisschen. echt, das hier ist schon ein bisschen Aua. So, das ist ja halt wirklich noch, sind hier jeweils 7 Punkte im 5. Und klebt einfach hier nur am Point of Control die ganze Zeit auch fest. Mehr halt nicht. Das wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir die Knoppers-Fraktion da abwarten müssen. Das sehe ich schon irgendwie kommen. Das heißt, die nächste Attacke, wenn er jetzt runterkommt, wird dann wahrscheinlich hier wirklich. Oh, was habe ich denn für einen trockenen Hals heute? Das wird wahrscheinlich hier wirklich dann die 2,6 sein und dann versuchen, da drunter zu kommen. Hier unten der SMA20 und dann hier reinlaufen und wahrscheinlich kommt dann auch direkt schon wieder nichts mehr nach. Also, aber dass wir jetzt hier nochmal irgendwie neues Tief kriegen, das sollte eigentlich schon drin sein. Relativ schnell dann jetzt wenigstens auch. Hoffe ich doch. Aber wie gesagt, kann halt echt sein, dass dann direkt hier vorbei ist und wir sofort wieder auf Anfang laufen, weil wir reden hier wirklich über nix, ne? Also an Strecke. Gar nichts. Also von da bis da irgendwie Eröffnungen sind irgendwie 10 Punkte. Mehr ist es nicht, ne? Daher muss man sich da vielleicht auch gleich mit weniger begnügen. Aber schauen wir mal. Hänge hier nur am Break-Even rum. Ich würde den auch jetzt erstmal gar nicht weiter ausbauen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so sinnvoll ist.
Was nehme ich da für einen Trail? Den TA6. Den 6er würde ich hier nehmen, ne? Also falls wir jetzt irgendwie eine schnellere Bewegung kriegen, weil bei der Vola, also TA6 heißt ja immer, ne? 6 Ticks werden zusammengefasst zu einem Durchschnitt. Und wenn der Markt jetzt halt hier irgendwie die ganze Zeit, auch wenn nur im kleinen Timeframe, volatil hin und her wackeln würde, dann hat man natürlich, ist man besser bedient, wenn man hier dann TA12 oder halt ein 20 nimmt, aber halt hier bei der Bewegungsarmut, da muss der 6er reichen. Also das bringt, glaube ich, nichts, sonst habe ich den Abstand dann zu groß. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber der steht hier echt still, das ist unglaublich. Ach ja, Mensch, ey, das neue Jahr, das startet hier echt gut. Erst vergesse ich den ganzen Monitor und dann vergisst der Markt sich zu bewegen, wenn wir hier Webinar haben. Aber jetzt mit dem Monitor war natürlich Weltklasse. Ich habe vorhin noch so gedacht, so krass, das geht ja auch irgendwie mit zwei Monitoren. Und dann ist mir aufgefallen, nee, es geht nicht. Jetzt kurze geistige Umnachtung an der Stelle. Naja, aber gut. Irgendwie muss man ja auch immer wieder auch so ein bisschen Chaos machen dürfen. Das passt schon. So, ich gucke mir dann zwischendurch, dass sich hier jetzt nichts bewegt, würde ich sagen, schauen wir uns mal den DAO mal irgendwie kurz an, weil den DAX haben wir dann direkt daneben. Sollte irgendwie halt die Wahnsinnswohle ausbrechen und ist der halt irgendwie auch nur einen Klick weit entfernt. Also hier der DAO. Schnappe ich mir den mal kurz hier an der Stelle. Also, der hat natürlich halt hier nach dieser unsäglichen Range, die halt irgendwie da knapp 3 Wochen gelaufen ist, hat er dann jetzt endlich mit den NFPs dann auch mal den Ausbruch nach oben geschafft. Und grundsätzlich war das ja auch gut so. Ich wollte zur 33768, also beziehungsweise das waren ja die ganze Zeit meine Punkte, wo ich gesagt habe, hier 801 unten und die 768 oben. So, je nachdem, was zuerst kommt, dann dagegen, um halt eben die andere zu erreichen. Das hat jetzt eigentlich soweit auch funktioniert. Hier unten von der, also 10 Punkte höher war hier, glaube ich, der Spike. Sekunde. So, 10 Punkte höher war hier unten der Spike. Und ist aber von dort dann halt eben immerhin dann auch die 900 Punkte darauf gelaufen, also 1000 eigentlich, bis zu 800. Also 768 wollte ich, den roten Bereich hier oben habe ich so ein bisschen übersehen. Da war vorher eine blaue Zone, die habe ich jetzt letzten Nacht nochmal verlängert, weil ich tatsächlich auch hier diese letzte Aufwärtsbewegung da auch so ein bisschen übersehen habe. Das heißt, er ist weitergelaufen als 768, nämlich nochmal irgendwie rund 150 Punkte höher. Aber grundsätzlich okay, ja. Also auch hier, dass er daran gescheitert ist, weil die war auch natürlich gestern schon rot, beziehungsweise jetzt die ganzen 2 Wochen, war das halt hier rot. Er hängt hier unterm Gap, also gestern von hier deutlich, da ja dann auch abgeprallt, bis unter das Gap, wo er sich vorher auch dran festgebissen hat, am Freitag zu den NFPs in der Aufwärtsbewegung recht präzise dahin gelaufen und auch da sehr präzise geschlossen. Gestern nochmal eins draufgesetzt, da habe ich aber auch gesagt, ja, also irgendwie direkt drauf wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und zu tief korrigieren darf er halt auch nicht, auch klar, aber halt so gar nicht korrigieren, das sieht man jetzt hier in der Tageskerze nicht mehr. Das ist halt überhaupt gar keine gute Idee. Das funktioniert irgendwie natürlich am allerwenigsten. So, jetzt haben wir hier natürlich dann auch dann das Problem, dass er dann halt eben hier entsprechend da jetzt erstmal drin hängt und da halt nicht weitergekommen ist. So, hier besteht vor allen Dingen die Gefahr, dass der DAX einschläft. Nein, das ist ein anderes Thema. Aber hier besteht halt die Gefahr, dass das Ding komplett zusammenklappt. Ja? Also jetzt zum Beispiel halt hier, wenn man sich da auch nochmal ganz profan irgendwie ein SMA20 im Daily da halt irgendwie nimmt, läuft da halt durch einen zuvor fallenden hier durch. So, schließt jetzt drüber. Aber so wirklich nett sieht das hier auch noch nicht aus. Das heißt, er müsste eigentlich nochmal hierhin irgendwo zurücklaufen. Das heißt, dann stehen wir bei der 32236. Das täte jetzt nicht weh, ja, aber viel tiefer sollte er nicht. Weil, wenn man sich das mal im Weekly anguckt, da muss ich jetzt wirklich mal eine Etage höher gehen, dann sieht man, dass wir da ein recht ähnliches Problem haben, ne? Also kommt halt hier auch
durch diesen 20er da halt irgendwo durch, versucht darüber zu schweben, da oben an Widerstand, und da spricht relativ wenig dagegen, dass der von hier jetzt auch nochmal sich den nochmal von oben anguckt. Das heißt, dann würden wir bei 1500 Punkten tiefer stehen. So, wenn das passiert, dann stehen wir aber auch hier unter den letzten Weekly Supports. Und das heißt, da besteht dann halt auch die Gefahr, dass der Markt diesen da macht. Ne? Das könnte passieren. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, ob das dann wirklich dann mal eben so weiterläuft, wie das halt hier irgendwie eigentlich hätte sein können, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die Gefahr hier besteht. Ja, also, dass wir da runterkommen auf die 32.200 etwa, halte ich für sehr, sehr plausibel, vor allen Dingen, nachdem er jetzt halt hier eben gestern die ganze Geschichte so angefangen hat. Ne? Und was ich ja auch noch geschrieben habe gestern im Blog, typisch wäre eigentlich ein Rücklauf bis auf den Anfang von den News. Und das heißt, dann wären wir auch hier bei der 33.000 nochmal halt irgendwo. Und sag mal, das kann echt irgendwie hier nicht wirklich wahr sein. Ach, ja, gut, da habe ich jetzt gepennt. Da habe ich ja gesagt, hier kleines neues Tief, möglicherweise direkt wieder an der 726. Die habe ich jetzt tatsächlich verschlafen hier. Aber mal gucken. Ich würde jetzt erstmal hier, das bringt ja nichts, ne, da ewig dran festzuhalten, den habe ich jetzt hier kurz wirklich verpasst. Erstmal einen Stop da oben hinsetzen, beziehungsweise zumindest mal mit einem Stück weiter oben rausgehen, falls er jetzt hier irgendwie überhaupt nicht in die Pushen kommt. Und weil da jetzt irgendwie ewig dran festzuhalten, ist, glaube ich, auch Quatsch. Also bei der Vola, das ist natürlich irgendwie Selbstmord. Also nicht Selbstmord im Sinne von der Position, aber halt wirklich, das macht man sich ja irre. Also wenn da gar nichts vorwärts gehen sollte, hat das irgendwie keinen Sinn. Aber den hätte ich hier, da hätte ja auch mal einer was schreiben können von euch. Mal irgendwie so, guck mal, der DAX ist jetzt da. Da hätten wir zumindest mal irgendwie, auch wenn es hier irgendwie auch nur 10 Punkte oder nicht mal waren, ne? Wie waren das hier? 2,5 bis 3,5, ja, 10 Punkte. Zumindest mal irgendwie gleich mal Break-Even ziehen können, wenn da halt irgendwie nichts hinterherkommt. Aber mal gespannt, was das wird. Also ich würde hier oben erstmal halt, ne, einen Teil rausgeben, und wenn er dann irgendwie weiterläuft, dann würde ich ihn ganz rausnehmen. Ne? Außer es wird irgendwie nur ein kleiner Fakey-Fake und kommt dann wieder runter, dann nicht, aber keine Ahnung. Ich gehe nochmal zurück, wo war ich jetzt gerade? Genau, habe ich halt gesagt, gestern in meinem Blog auch schon, der könnte eigentlich halt auch hier, oder typisch wäre, wenn der Markt erstmal auf den Anfang von den News zurückkorrigiert, wäre aber eigentlich ein bisschen tief. Jetzt allerdings ist die Gefahr da, dass das macht, und dann ist es nach wie vor zu tief. Ne? Das heißt also, wenn wir hier so eine Bewegung kriegen sollten, so nochmal bis auf Anfang da, und wenn der dann auch noch da unten schließt, und dann kann der Mittwoch hier unten rauskippen. Ne? Oder vielleicht macht es auch heute irgendwie die Fed schon, ich weiß es nicht, was da jetzt heute irgendwie das große Thema sein wird. Aber das ist dann natürlich halt eben auch schnell erledigt. Dann hätten wir einen Fehlausbruch aus der Range nach oben, und den Rest können wir dann nach unten machen. Und dann sind wir halt eben 1500 Punkte tiefer. Das kann passieren. Das ist so ein bisschen tricky. Er ist auch nicht weit genug aus dieser Range raus, um das Thema hier halt irgendwie abzuhaken. Und eben, dass es halt, oder dahingehend abzuhaken, dass man sagt, okay, das hier war ein echter Ausbruch, kein Fehlausbruch. Ne? Das, für meine Begriffe passt das so noch nicht. So ganz und gar nicht. So, hier sieht man auch im H1, also hat da gestern ordentlich was auf den Deckel bekommen. Da oben, ich habe mir da oben noch einen kleinen Short eingefangen, und sieht man jetzt hier nicht. Den wollte ich noch nicht mal an der Stelle. Hab gedacht, okay, dann skalierst du da oben mal ein. Das könnte eigentlich Sinn machen, weil er dann Widerstandsbereich reinläuft. Und da habt ihr ihn tatsächlich genau da oben jetzt irgendwie erwischt, aber nur mit einer Mini-Position trotzdem. Die liegt dann jetzt aber auch halt irgendwie lustigerweise 200 Euro oder sowas vorne. Aber hier halt auch, ne? Das heißt, was der jetzt hier veranstaltet, das wird kein Reversal. Das wird bestenfalls irgendwie so eine Geschichte hier. Und dann halt irgendwie so plopp, ne? Und hier halt vielleicht einfach nur ein Rücklauf hier bis zu diesem letzten
Support hier an der Stelle, was ja dann halt eben auch dazu passen würde, aber mehr glaube ich nicht, ne? Also, das ist für mich die nächste plausible Bewegung im DAO. Und dann muss man halt mal sehen, was er dann da unten veranstaltet. Aber dass wir jetzt nochmal da oben raus, nochmal da oben hinlaufen, dann halt womöglich noch mit einem neuen Tageshoch heute. Ohne News zumindest nicht. Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, was die News bringen. Aber auch bei denen ist es ja so, dass die letzten Endes auch immer nur irgendwie das Marktbild dann halt vervollständigen. So, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Wenn der Markt sich nicht bewegt, mache ich das Ding gleich zu, weil das geht mir jetzt ehrlich gesagt auf die Nerven hier. Dieses Gewackel irgendwie 10 Punkte rauf und runter, nur um danach herauszufinden, dass ich dann irgendwie mit minus 20 dann halt rausfliege und dann halt der dann bei minus 21, 22 dann halt rumdümpelt. Also, das hat irgendwie, das macht nicht wirklich Spaß, das hier. Ne? Also, guck sich das mal einer an, das ist bescheuert. Also, es ist halt ja eben auch so, dass man nicht alle Tage irgendwas machen kann. Und in der Regel ist ja 95% schon, ne? Aber manchmal ist der Markt halt einfach beknackt. Und der DAX ist es heute Morgen, also zumindest mal die erste halbe Stunde jetzt. Auf jeden Fall. Also quasi unhandelbar für meine Begriffe, das hier. Ja, weil irgendwie so gar kein Rücksetzer und irgendwie. Was heißt Rücksetzer? Ich meine, von mir aus auch in die andere Richtung, ja. Aber hier das Gewackel irgendwie, 10 Punkte rauf und runter, jetzt seit einer halben Stunde. Das ist nicht unbedingt irgendwie das, was man braucht, um irgendwie ein Webinar irgendwie sinnvoll handeln zu können. Da war ich für mal eigentlich nicht zu schnell, also hier mit dem Short, ne? Weil da ist ja schon irgendwie recht motiviert hier direkt am Anfang abgeprallt. Und da kam mir da irgendwie gar nichts mehr hinterher, außer jetzt irgendwie 10 Punkte darunter. Und das war's dann. Also, unnötig. Was sagt er? 530. Gucke ich gleich mal, Norbert. Was du damit meinst? Ich lasse mich jetzt hier noch ein bisschen vom DAX ins Delirium hypnotisieren. Und überlege jetzt, ob ich die Position. Was ich jetzt damit mache. Sieht so aus, als würden die den gleichen Frankfurt ganz abschalten. Den DAX. Man könnte den jetzt natürlich auch hier irgendwie, keine Ahnung, komplett erstmal in Ruhe lassen. Oder vielleicht mache ich es auch wirklich so, dass ich erstmal halt hier nur, wenn er jetzt nochmal neues hoch macht, da oben einen rausnehme und dann den Stop erstmal ins Doppelte weiterziehe und dann irgendwie um 12 Uhr nochmal drauf gucke. Ja, also das kann man ja auch irgendwie machen, wenn der Markt sich nicht bewegt. Ja, also ich würde es nicht machen, wenn der Markt irgendwie vernünftige Wohler und Richtung hätte, dann macht sowas natürlich keinen Sinn. Aber wenn der Markt sich gar nicht bewegt, kann man natürlich auch das ein bisschen anders angehen. Ja, schlag mich, wenn ich den DAX handle, sagte mal einer, schreibt der Werner gerade hier. Ja, das war ich weiß, ich weiß. Aber er ist doch wirklich, das muss man ja wirklich dem DAX auch mal anrechnen, die letzten Tage einfach wirklich gut gelaufen. Also der hat einfach gemacht, was er sollte. Und während der DAO irgendwie nur rumgedackelt ist, ich wollte ja schon fast den DAO rausschmeißen aus dem Block, weil der irgendwie überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und da war der DAX ja wirklich tatsächlich vorbildlich. Also von daher dachte ich so, das ist ja nicht unbedingt jetzt irgendwie so komplett abwegig, ja, dass der das jetzt heute einfach erstmal so weitermacht. So, weiß man aber nicht, ne? So, wie man sieht hier. Ja. So. Aber vielleicht geht es ja dann doch noch auf die ganze Geschichte hier. Ich will ja noch nicht mal weit. Ich will doch einfach nur mal irgendwie da unten kurz gucken, ob da irgendwas zu holen ist. Und wenigstens mal so 20 Punkte da unten runter, mal die letzten Lows da unten. Das kann doch nicht so schwer sein. So, normal, ich meine, im normalen Handel wäre es auch wohl nicht schwer, ja. Aber das hier. Keine Ahnung, was es ist. Da ist irgendwas kaputt. Da ist irgendwas kaputt. Schon wieder rauf. Also. Ich hoffe, es ist keiner mit mir short gegangen und wenn dann doch bitte irgendwie an den Linien selbst und nicht da, wo ich gedrückt habe.
Aber immerhin habe ich da unten irgendwie jetzt auch so ein bisschen vorsichtig ausgebaut und nicht irgendwie so direkt nach dem Motto, jetzt macht er das. Und man sieht ja, das ist, er macht da irgendwie gar nichts. Ne? Also, ätzend. Ja, sorry, aber so ein, also das ist halt immer so das Ding, wo ich halt manchmal echt da denke, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Also, wo ist die Kamera? Und weil so irgendwie null, ne? Das ist so die absolute Quälerei halt hier. Ne? So eine Quatschposition. Aber sieht ja so aus, ne? Da, ein Punkt vorm Break-Even gedreht. Und es sah ja irgendwie so aus, würde er zumindest mal halt irgendwie mal ein kurzes neues Tief machen, aber auch wieder nicht. Und stattdessen laufen wir hier wirklich 20 Punkte rauf und runter, jetzt irgendwie seit 30 Minuten. Gut, hätte man das vorher gewusst, ne? Aber das ist ja mit allem so. Hätte man die Range im Dow gekannt, woher? Oder hätte man die Lottozahlen vom letzten Samstag am Freitag gekannt? Das ist ja wie, ja, letzten Endes auch das Gleiche. So darf man natürlich nicht denken, ist klar. Ja, ich habe den DAX kaputt gemacht, ne? Schreibt hier der Jens. Nee, der DAX macht mich kaputt. Das ist, alter Verwalter. Das ist eine Hassliebe mit euch beiden, Dirk. Liebst du und der DAX. Aber wirklich, ne? Ja. Aber wirklich, ja. Da bin ich schon so nett, ne? Und handle ihn und lobe ihn. Was macht er? Nix. Also der Heiko handelt ihn ja halt irgendwie mit Enthusiasmus, wo ich mich immer auch immer frage, Herr Heiko, wo nimmst du das her? Also für das Viech. Ach, das ist einfach nur, naja. Ja, Gott. Gucken wir jetzt mal einen anderen Markt an. Erstmal zwischendurch. Also hier sieht man, jetzt kann ich natürlich hier nicht viel machen. Ne? Also das hier ist jetzt der Dow. Ja, wo ich noch meinte, den habe ich da oben, wollte ich den eigentlich anfangen, irgendwie auszubauen. Jetzt auch nicht unbedingt mit einer Riesenposition. Ja? Aber wie gedacht, okay, hier fängst du mal an. Ja. Dann kippt er da genau runter und hängt da jetzt halt eben im Plus. Also das war noch nicht mal geplant, den da oben genau da zu shorten, sondern eigentlich wollte ich dann noch irgendwie 100 Punkte höher. Mich da halt oben so ein bisschen eindecken, aber gut. Aber da kann ich jetzt eh nichts dran drehen, beziehungsweise will ich auch gar nicht, weil da habe ich ja vorhin gezeigt, wie ich halt der Meinung bin, wie der DAU eigentlich laufen müsste, beziehungsweise was plausibel ist. Ne? Also hier nochmal, das halt einmal, da würde ich die dann ausbauen und dann gucken, ob man mit der dann halt da runterkommt. Aber hier jetzt will ich da eigentlich nicht unbedingt dran, deswegen lasse ich den DAU jetzt auch hier mal außen vor. So, ich habe ja immer noch die Hoffnung, also man weiß es nicht, ich muss ja leider sagen, Hoffnung, dass der DAX sich dann doch nochmal kurz entscheidet, wenigstens ein bisschen tiefer da unten anzusetzen und mir dann noch irgendwie 3 Punkte hier gibt oder so. Man sieht ja, es geht ja trotz allem nicht weiter, er drückt zwar immer wieder rauf, klar, hier fehlt es natürlich auch nicht wahnsinnig viel, ne, wenn da jetzt einer kommt und sagt, so, ich mache das jetzt. Und dann sind das halt irgendwie 100 Kontrakte und dann geht das Ding da oben durch. Ne? Oh, mein Hals. Aber da muss einem ja auch die Luft wegbleiben bei dem Markt hier. Das ist natürlich dann schade, weil natürlich dann auch viele dann halt leider das Webinar dann halt irgendwie erlassen und sagen, oh, passiert ja nichts. Ja, ich weiß, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich würde es gerne, wenn ich denn könnte. Keine Frage. Also ich meine, gelutscht ist die Nummer hier noch nicht und kommt jetzt einfach nur darauf an, kriegen wir jetzt hier noch irgendwie ein bisschen Bums nach unten. Aber das einzig Gute wäre natürlich, wenn er das jetzt noch machen sollte, ne, dann haben wir hier, halt hier oben so viel Widerstand, dass er wahrscheinlich dann auch ein paar Punkte tiefer fällt. Wenn, ich weiß es einfach nicht. Ich kann es natürlich nicht wissen. Und ich kann immer nur das handeln, was ich sehe. Das geht ja jedem anderen auch so. Beziehungsweise jeden, der halt irgendwie damit zurechtkommt und das nicht erst irgendwie seit 3 Tagen macht, dann weiß man ja so, das bringt überhaupt nichts, irgendwie halt sich zu sehr auf irgendwas ja, so festzulegen im Vorfeld, nach dem Motto, ja, das ist mein Plan. Ja, gut, aber der Markt muss schon denselben Plan haben, ne? Sonst ist das einfach nur
bringt das nicht so wahnsinnig viel, ne? Und normalerweise ist ja eben so, ich stelle mich auf das ein, was kommt. Das habe ich hier gemacht mit dieser ersten Gegenbewegung und bin eigentlich davon ausgegangen, weil es halt einfach üblich ist, dass zumindest ein bisschen was nachkommt, und dann hätte man halt hier auch relativ schnell rausgekonnt. Und von daher war das jetzt nicht unbedingt falsch, ne? Dass aber dann hier irgendwie dem DAX komplett die Motivation ausgeht, noch irgendwas zu machen, das weiß man ja vorher nicht. Das weiß man halt vorher leider nie, ne? Wäre schön, wenn es anders wäre. Na, auch jetzt hier wieder, ne? Da oben einfach kleines neues Hoch, komplett unnötig. Wenn es denn da halt nicht weitergeht. Hier unten einen Punkt vorm Break-Even gestoppt, eben hier oben einen Punkt vor der ersten Teilauflösung. Aber gut, um die bin ich ja ganz froh, wenn er jetzt runterkommen sollte, dass er mir die nicht weggenommen hat da oben. Oh, sorry fürs Husten, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, trockene Luft hier. Ich weiß nicht, was das ist. So, und da sind wir wieder. Ein Punkt davor. Aber wie gesagt, wenn er jetzt halt hier durchkommen sollte, dann macht es womöglich gar keinen Sinn, sich mit 20 Punkten zufrieden zu geben. Ich weiß es nicht, ne? Muss man halt auch wieder genauer hingucken, ob da irgendwas dann anfängt zu drücken oder nicht. Muss man sich dann schon ganz genau angucken. Aber noch ist es nicht passiert, ne? Wir hängen ja hier einfach nur wieder am Point of Control zum tausendsten Mal. Point of Control, für die, die das nicht kennen, falls hier der ein oder andere Anfänger dabei ist, ist einfach nur die Stelle, wo heute am meisten Umsatz getätigt wurde im DAX Future. Ne? Also das heißt, ich habe hier sowieso den Future dahinter geklemmt. Auch wenn ich hier CFD handle, das Orderbuch ist aus dem Future, das Volumen ist aus dem Future, entsprechend ist halt auch der Point of Control aus dem Future. Das heißt, das ist dann auch keine Indikation, sondern es ist eine Information. Ne? Das ist immer ein kleiner Unterschied. Indikation ist das, was ich mir halt irgendwie rechne, male, wie auch immer. Ja, also immer basierend auf dem, was passiert ist, visuell mehr oder weniger. Und Information muss man nicht erklären, was es ist, halt einfach eine Tatsache. Ne? So, und deswegen ist halt auch natürlich jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass der halt immer wieder dahin läuft. Ja? Problem ist nur, wenn er da halt sich mal festkrallt und da halt nicht irgendwas in irgendeine Richtung kommt, ist halt immer schwierig. Also Break-Even, wie ich es jetzt hier gerade habe, ziemlich genau am Point of Control, das kann schon mal ganz schön nervig sein, ne? Weil er halt einfach genau die Stelle ist, wo er halt am liebsten hin zurückkommt. Hier unten hätten wir jetzt noch den VWAP, der sich da unten aufbaut. Glaube ich zumindest. Das müsste eigentlich der VWAP sein. Ne, ist nicht, ist ein Rot. Ne? Also hier vom Orkan das Tool. Ich mache mal kurz den Take Profit da raus. Der klemmt hier unten drüber. Da ist er, der VWAP, ne? Das ist also volumengewichtete Durchschnitt. Das ist die nächste Stelle, wo er gerne hinläuft. Aber da hängen wir halt einfach jetzt nur fest, ne? Das heißt, er müsste hier schon deutlich jetzt irgendwie ab hier irgendwo dann auch, also nicht erst da drunter, sondern eigentlich ab hier, wenn das halt irgendwas werden sollte, müsste es einmal deutlich da unten durchstechen. Und dann biegt sich die ganze Geschichte auch runter. Und dann würden wir auch ein bisschen Druck kriegen. Aber das hier sieht für mich fast so aus, als würden wir um 10 Uhr hier noch stehen, weil da einfach so gar nichts passiert. Also wenn jetzt irgendwie um 9:45 Uhr immer nichts passiert ist, dann gebe ich sie auf. Also, weil dann hängen wir hier eine Stunde drin und stehen einfach nur unfassbarerweise immer noch hier an der Eröffnung. Aber gut, noch ist es nicht um. Vielleicht noch ein bisschen Geduld bewahren. Aber das ist echt, das ist ja assi. Also wirklich. Viel schlimmer könnte es nicht sein. Also wir hatten schon viele schlimme Webinare, wo der Markt sich nicht bewegt hat. Das hier ist ganz klar Top 10. Da bin ich mir sicher. Das ist auf jeden Fall Top 10, die Nummer hier.
Oder wie seht ihr das? Florian, ich könnte was vorlesen oder so. Vorlesestunde mit Dirk. Ja, aber ernsthaft, das ist doch, ja, grausam, genau, der Werner bringt es auf den Punkt. Das ist grausam, ja, das ist Folter, Torture. Meine Güte, das ist, da weißt du gar nicht, so viel kann ich gar nicht erzählen, ja. Also, um die Zeit zu füllen, die der DAX hier irgendwie sich in Grausamkeit und Bewegungslegasthenie irgendwie suhlt. Ja, also das, ne, hier, immer noch an der Eröffnung. Okay, das ist echt, das ist ein bisschen bitter. So, dauert natürlich ja auch. Da habe ich aber auch gesagt, da sehe ich aber auch jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Grund, da jetzt halt was zu eröffnen. Also erst, der hat keine Eröffnung, das heißt natürlich nichts. Weil man kann den schon sehr oft sehr gut handeln morgens um die Zeit, aber eben auch nur, wenn er irgendwie an einer relevanten Stelle halt irgendwie klemmt, ja, und man ihn da halt irgendwie rausbegleiten kann. Also da handle ich den Dow dann schon gerne, aber der hängt hier so ein bisschen einfach nur im Nix. Der Thomas. Nee, das ist der DAX. Ja, auch nicht immer. Wie gesagt, es war ja wirklich die letzten Tage war es ja eigentlich wirklich gut. Und von daher verwundert mich das so ein bisschen, dass wir jetzt hier irgendwie so wirklich nichts haben. Also, das ist ja. Aber ich höre jetzt auf zu meckern, das macht es auch nicht besser. Und sondern gucke jetzt einfach, ob die Geschichte hier jetzt noch irgendwie was wird oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es halt eben so. Aber ich fände es jetzt natürlich auch nicht so schlecht, irgendwie das erste Webinar des Jahres auch wieder im Plus zu beenden. Also ich glaube, die letzten Webinare, also mindestens die letzten 10, die waren echt alle, sind alle richtig gut gelaufen. Und da würde ich natürlich auch sehr gerne dran anknüpfen. Aber es ist natürlich dann auch der persönliche Ehrgeiz, ne? Man soll das natürlich auch nicht irgendwie überbewerten, beziehungsweise nicht den Fehler machen, das auf den Markt übertragen zu wollen, nach dem Motto, der Markt muss jetzt machen, was ich will. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber das ist, wäre jetzt natürlich schon mein Wunsch, dass wir halt hier irgendwie noch vernünftig da rauskommen. Und mal sehen. Vielleicht passiert es noch. Was? TP 15 Punkte, ja. Genau, also im Zweifelsfalle, ja klar, ne? Also bringt ja jetzt nichts, ne? Irgendwie da jetzt ewig dran festzuhalten. Also sollte jetzt irgendwie noch mal nach unten drücken, aber die Chance, dass Frankfurt gleich irgendwie die Tür zumacht, die scheint mir sicher wahrscheinlicher. Das gibt's doch gar nicht, ne? Komm hier, 1, 2, 3, 4, 4 Punkte. Unter der Eröffnung. Ach ja. So, nochmal 15 Minuten um. Was kommt jetzt? Also, ne, rein vom Bild her, jetzt hier auch im M5, das ist doch Short, das ist doch nicht Long, ja. Normalerweise. Gut, M15 sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber hätte hier dann auch ein passendes kleines neues Hoch als Fehlausbruch, weil er halt eben tiefer geschlossen hat. Aber was soll man denn hier auch auf der anderen Seite rausinterpretieren? Irgendwie auf 3 Punkten raus und runter, ne? Weil da ist einfach gar kein Volumen da. Das ist natürlich das Problem hier. Da ist einfach nichts, da passiert nichts. Und so, wenn da jetzt einer kommt und sagt, so, jetzt habe ich euch alle schön vermeiert, 45 Minuten lang, ich packe jetzt meine Position aus. Ich habe hier nämlich noch irgendwie 200 Kontrakte rumliegen, die muss ich jetzt noch irgendwie da reinfeuern. Und da geht das Ding genau dahin, wo der das haben will oder die. So, mehr ist das nämlich nicht, ne? Und deswegen kann man dann natürlich unmöglich irgendwas vernünftig ableiten. Ne? Werner fragt gerade, wo kann man die Funktion Stereo Trader nachsehen? Da muss man gucken, da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt natürlich dann auch eben Stereo Trader. Und dort gibt es halt
hunderte Videos und auch so eine Einführungsreihe mit den Basic-Funktionen zumindest. Aber wir haben halt auch hier mit FX Flat etliche Webinare gemacht zu Funktionalitäten. Die sind da auch eigentlich alle verlinkt. Da würde ich dann einfach mal reingucken. Ja, ich muss gerade mal gucken, also da schreibt mir jemand was mit Live-Chart. Das ist ein bisschen lang, da gehe ich am besten mal irgendwie später drauf ein. Dirk heißt ja auch. Sei doch so nett und schick mir am besten mal irgendwie eine Mail. Ich kriege das hier noch nicht mal vernünftig angezeigt, den Text, weil ich hier immer nur 3 Zeilen habe und dann halt irgendwie rauf und runter scrolle und irgendwie gar keinen Zusammenhang und dann halt irgendwie erkennen kann. So. Was machen wir, Florian? Warten wir noch bis 10? Oder sagen wir jetzt halt hier, gut. Ich Sag weiß du. nicht, wie lange du noch mit dem DAX kämpfen möchtest, Dirk. Ja. Wie lange hältst du es denn noch aus? Das ist ja nicht, also Kampf würde ich das ja gar nicht mal nennen. Das ist ja eher Folter. Einschlafen mit dem DAX. So. Das ist, du weißt ja, wie so, also wenn so ein Ringer auf dir liegt, ne, und du jetzt irgendwie, der bewegt sich nicht mehr. So, und dann kannst du warten, bis sich wieder bewegt. Oder du kannst den Schiedsrichter rufen und sagen, ey, mach mal Schluss hier. So ungefähr kommt mir das gerade vor. Also die Kerzen sind halt auch fast identisch, ne? Die sehen halt alle fast gleich aus. Ja. Oh Mann. Ja, ich verzehnfache hier gleich die Position und dann. Nur wegen irgendwas dabei rauskommt. Im nächsten Run auf den Kassa Open müssen wir es ja glatt mal verdoppeln, aber dann wartet sie wieder 5 Minuten, bis er 4 Punkte tiefer steht. Alter, ist das bitter. Das ist echt bitter. Mann, 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 ey. Also das, ich, gut. Ich tue mal einfach so, als wäre das ganz normal. Ist es ja vielleicht auch. Vielleicht. Ja. Weißt du, vorhin, hey, 54 Punkte gesammelt. Wie hast du 54 Punkte gesammelt? So weit ist ja doch gar nicht gelaufen. Was man natürlich hätte machen können, das wäre halt hier im zweiten Anlauf da oben halt nochmal irgendwie die Position auszubauen. Ja. Das ist natürlich richtig, aber. Ich wollte es aber auch in der Mini-Range nicht übertreiben. Ich meine, das ist halt generell immer so das Problem. Man weiß ja nicht, wird die Wunder noch zunehmen oder halt nicht. Ne, wenn man dann zu früh ausbaut, dann hat man nachher irgendwie so ein Break-Even da, wo man ihn nicht haben will, mit einer Position, die eigentlich schon gar nicht mehr dazu passt. Und das ist dann so ein bisschen, deswegen habe ich mich da jetzt zurückgehalten. Also jetzt auch hier mit der Position verzehnfachen hier, das ist natürlich Quatsch, ja. War nicht wirklich ernst gemeint, ne? Also ich hätte halt eine Etage höher ausgebaut, wenn er das gemacht hätte, wenn er irgendwie auf die 800, da habe ich ja auch am Anfang gesagt, ne, wenn er jetzt halt irgendwie hier hinkommen sollte, dann kann man sich überlegen, ob man das halt hier rausnimmt, teilweise da oben nochmal ausbaut oder ob man glatt stellt und da oben nochmal neu ansetzt. Und das heißt, das wäre eine Range gewesen, ja, aber hier das ist zu eng. Also, aber gut, dass es geklappt hat, freut mich natürlich, ne. Das ist ja keine Frage. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie gleich keine Lust mehr. Das ist irgendwie ziemlich frustrierend hier. Also ich warte jetzt mal diese 5 Minuten noch maximal echt ab. Und dann, wenn jetzt nicht Bewegung kommt zum Ende der Stunde her und der nicht nach unten durchläuft, dann machen wir hier einfach dicht. Also so oder so, ne? Ich bin ja immer ein Freund von 45 Minuten Webinaren. Und jetzt sind wir schon bei 65. Und nicht, weil ich sonst nichts zu tun habe und weil ihr sonst nichts zu tun habt, sondern ist da. Das geht gar nicht. Das ist einfach nur gruselig und das ist halt der Grund. So, also, mache jetzt hier Feierabend. Das geht mir jetzt wirklich auf die Nerven. Also, das braucht irgendwie keiner. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie eine Abmoderation hier noch 10 Punkte nach unten. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber generell würde ich jetzt halt hier erstmal, guck mal, musst du nur drohen.
Dann bewegt das sich. Generell würde ich jetzt hier erstmal dicht machen, beziehungsweise generell vom Markt her finde ich es nach wie vor richtig, hier dagegen zu halten, wie ich es ja auch gemacht habe, und hier unten die Lows auszuloten. Also das heißt, das würde ich eigentlich gerne sehen, da so hin. Und dann kann er halt überlegen, ob er halt irgendwie da nochmal eins dran setzt und das letzte Tief doch noch, dann nochmal rausnimmt oder ob vielleicht sogar eine Schweinerei kommt. Ja, das war halt hier noch irgendwie einmal kurz drunter. Und von dort kann das von mir so wieder starten. Ja, aber doch zumindest mal halt hier so die letzten Lows. Vorher würde ich diese Position jetzt auch ehrlich gesagt nicht nur sehr, sehr ungern hergeben, weil das einfach gar keinen Sinn macht. Also der wird jetzt auch nicht hier, und das sage ich ohne Konjunktiv, wenn wir hier unten stehen bleiben sollten, jetzt um 10 Uhr, der wird von hier aus nicht ein neues Hoch machen und dann, selbst wenn er eins macht, er wird aber nicht bis da oben hin drüber laufen. 99% nicht. Also von daher, deswegen bin ich halt auch der Meinung, beziehungsweise deswegen sage ich, ich mache die jetzt hier eigentlich sehr, sehr ungern irgendwie mit nur ein paar Punkten zu, weil dafür halt hier irgendwie der ganze Aufriss, beziehungsweise eine Stunde warten, bis er es mal 10 Punkte bewegt, dann kommt es halt eben halt um 11 Uhr, ja, oder mit von 11 bis 12 oder wann auch immer, ne? Aber dass wir dann auch irgendwie so einen Schlenker kriegen, wie gesagt, vorausgesetzt, der Markt schließt jetzt auch hier unter der 744, das halte ich für mehr als nur ein bisschen wahrscheinlich. Ne? So. Und deswegen hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir zumindest diese Bewegung, die erste, darunter kriegen. Und dann könnte man das Ding nämlich unter der 14.000, wo sind wir, unter der 700 irgendwo erstmal dicht machen, dann ist ja auch okay. Dann hat man halt irgendwie für die Eröffnungsstunde 40 Punkte im Sack. Und das passt dann halt einigermaßen. Ne? Aber das hier, so sehe ich das. So sehe ich das. So, gut. Vielleicht muss ich nochmal drohen. Vielleicht funktioniert die letzte Drohung, dass er sich da unten irgendwie jetzt mal durchschiebt. Als ob das jetzt so ein Riesenproblem wäre, hier das letzte Low rauszunehmen. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Gucken wir mal hier gerade die Frage durch. Gibt es schon Infos zur neuen API? Es gibt ganz viele. Also ich kenne deinen Namen jetzt nicht, ne? Aber schreib doch irgendwie mal am besten in die Gruppe. Also gerade die API, der neue Stereo Trader wurde hier gefragt, ob es da Infos dazu gibt. Die ist ja, ich will jetzt nicht sagen, auf den Kopf gestellt, die ist schon weitgehend kompatibel. Aber unter der Haube ist da halt irgendwie ein neuer Motor drin. Und klar gibt es da Infos. Also schreib da am besten mal irgendwie eine Mail und dann werde ich hier drauf antworten oder halt eben in die Facebook-Gruppe. Und dann werde ich dich da irgendwo finden und dann kann ich dich da auch gerne mit einbinden. Dann kannst du dir das mal alles angucken. Ne? So kleine Änderungen, die man hier zum Beispiel jetzt auch sieht, ne? Das halt hier, das sieht so ein bisschen anders aus. Und kann man dann halt eben hier drüber steuern. Und auch im passiven Chart gibt es halt dieses Panel und so, dass halt jetzt alle Add-ons halt auch so einen Slot haben, wo man halt eben Einstellungen und weiß ich nicht, was drüber halt machen kann. Aber das ist so visuell nach außen passiert, ist da nicht viel passiert. Aber halt eben, wie gesagt, an Funktionalität geht da schon ein bisschen was mehr als vorher. So, also 10 Punkte haben wir. Aber wie gesagt, ich lasse den jetzt auf. Ne? Ich mache den jetzt nicht zu, den Trade. Außer wir knattern jetzt darunter nach wie vor. Dann sage ich gut. Also hier aber bitte unter die Lows, unter die 700. Und nicht irgendwo da oben drüber. Und dann würde ich den zumachen. Ansonsten lasse ich das Ding jetzt hier einfach auf. Und hoffe, dass es dann so ist wie so oft. Kaum, dass das Webinar vorbei ist, kann ich dann in die Gruppe schreiben. Ja, siehst du, kaum Webinar vorbei. Schon geht das Ding auf. War leider schon ganz oft so. Weil das Problem ist ja natürlich immer im Live-Trading-Webinar, dass man halt auf das Timing angewiesen ist. Und natürlich dann eben auch nur diese Stunde hat, um dann halt auch letzten Endes die Punkte rauszuschneiden. So, wenn aber in dieser Stunde irgendwie der oder diejenige welche, ja, die den Markt an dem Tag bewegt, irgendwie im Stau steht. Oder sonst irgendwas und dann ist es halt eine Stunde später. Ja. Oder die nicht fertig geworden sind mit ihren Entscheidungen, man weiß es nicht. Ne? Oder da hat man halt wenig Einfluss drauf.
So. Aber gut, generell, und das, glaube ich, sieht man jetzt ja auch langsam, ist die Idee nicht so ganz blöd, ne? Den da jetzt erstmal zu shorten und dann erstmal da unten zu gucken und einfach nur nach Price Action dann halt diese Levels da halt erstmal zu nutzen. Also die Levels kommen aus dem Live-Chart und das heißt, da baue ich natürlich schon drauf, dass das funktioniert und dass da halt eben auch Gegenwind dann da ist und dass die Linien halt nicht umsonst da liegen. Das heißt, einfach ist nur ganz blöd, letzten Endes blind gehandelt, ne? In Rot eben halt Short, Blau, nächste dagegen. Sollte passen, hat gepasst. Gut, also, dann beende ich das Webinar jetzt mal an der Stelle mit aktuell 12 Punkten. Ja, vielleicht werden es auch noch 15. Und aber insgesamt, ja, wie gesagt, Bola kann keiner was dafür. Außer der Florian, der ist im Zweifelsfalle immer schuld. Und So sieht's aus. ja. So sieht's aus. Aber ich freue mich natürlich dann auch, wenn es jetzt hier wirklich nicht viel ist, ja, aber das auch das erste Webinar des Jahres hier positiv abgeschlossen werden kann. So, dann habe ich zumindest ein kleines persönliches Ziel an der Stelle dann erreicht. Bei dem Markt bedanke ich mich heute nicht für die Wohler, beziehungsweise bei den anderen Marktteilnehmern. Da sage ich nur so gute Besserung, ja, fürs nächste Mal. Alright, so. Also ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für euch und es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und wie immer freue ich mich, wenn ich dem einen oder anderen so ein bisschen Input geben konnte und man damit was anfangen konnte. Sag an der Stelle dann danke fürs Dabeisein. Danke auch an dich, Florian. Und wann sehen wir uns wieder? Weiß ich gar nicht. Nächsten Montag Nächsten zum Montag. Ja, mal gucken. Helpdesk. Ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Oder vielleicht Aber. sehen wir uns ja auch nicht und hören uns nicht. Wer weiß das schon? Ja, genau. Aber auf jeden Fall die Woche drauf, Dienstag, glaube ich, sind wir nochmal hier am Start. Ne? Genau, in 2 Wochen Das wieder habe ich vorhin schon Dienstag. gesehen. Aber Ja. immerhin gibt es am Mo nächsten Montag Stereo-Trailer-Input um 18 Ja, Uhr. das auf So jeden viel Fall, sei ja. gesagt. Genau. Okay. Gut, so, dann wünsche ich euch was. Passt auf euch auf und freue mich bis zum nächsten Mal. Danke nochmal. Bis dahin. Aber Florian, du darfst auch sehr gerne das letzte Wort haben, wenn du es möchtest. Natürlich, natürlich. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank an dich, Dirk. Ja, positiv das Jahr begonnen. So sieht es nämlich aus, weil ich Händchen gehalten habe, weißt du ja, bis zum Ende. Und auch vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie beim ersten Webinar direkt so zahlreich dabei waren. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie Montag dabei sind zum Helpdesk. Und dann in 2 Wochen sehen wir uns dann mit dem Dirk hier morgens wieder zur Live-Trading-Börseneröffnung. Und ich würde sagen, haben Sie eine angenehme Woche. Bleiben Sie alle gesund, aber wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.